So, liebe Leute, wir sind heute am Petersfriedhof in Straubing. Und zwar ist das Straubing die eigentliche Innenstadt, 1180 gegründet worden von Ludwig den Kelheimer, ist also auch relativ alt. Aber hier sind wir praktisch in dem ganz alten Straubing, was eben auch schon vor den Wittelsbachern existiert hat. Und wir sehen hier die romanische Kirche, die Peterskirche mit ihren drei Kapellen. Und da fange ich eigentlich auch schon gleich mal an, die einzelnen Kapellen kurz zu präsentieren. Wir sehen hier übrigens Gräber, teilweise aus dem 14. Jahrhundert, teilweise natürlich auch etwas jünger. So, kommen wir auch leider nicht rein. Hier ist die Agnes-Bernauer Kapelle. Ist vielleicht eine Geschichte, die auch nicht so unbekannt ist. Und zwar ist es so, dass der Herzog Albrecht III., beziehungsweise der Herzogssohn Albrecht III., eine Bürgerliche geheiratet hat. Das war die Agnes-Bernauer. Und die ist von dem Vater, von dem Herzog Ernst, in seiner Abwesenheit hingerichtet worden, indem sie in der Donau ertränkt worden ist. Und in Straubing gibt es, glaube ich, alle 10 Jahre auch entsprechende Festspiele zu Ehren der Agnes Bernauer. Vielleicht auch so eine kleine Anekdote dazu. Jetzt muss ich mal gucken, ob man von hier vielleicht reinkommt. Nee, kommt man nicht, sehe ich jetzt schon. Ein Straubinger Bürger, der dieses Schauspiel in den 50er Jahren gesehen hat und vielleicht etwas naiver, sage ich jetzt mal, unterwegs gewesen ist, hat den Schauspieler, der den Herzog Ernst gespielt hat, ziemlich angegangen. Und zwar einfach deshalb, weil er geglaubt hat, der sei wirklich so ein böser Mensch wie der Herzog Ernst, den er da gespielt hat. So, das habe ich jetzt gerade genutzt, um einfach mal weiterzugehen. Hier ist die nächste Kapelle, das ist die Totentanzkapelle, die mit Arbeiten von Peter Hölzel ausgestattet sind. Man kommt jetzt hier leider nicht rein, ich habe das gerade schon mal getestet, geht leider nicht, aber man kann hier sicherlich so den einen oder anderen Blick auch da reinwerfen. Es gibt, wie gesagt, 3 Kapellen, das heißt, die dritte, das ist die Liebfrauenkapelle, da gehe ich dann jetzt hin. So ein bisschen aufpassen, dass man hier keine Leute ins Bild kriegt. So. Man kann auch gleich noch einen Blick in die Kirche werfen. Stehen jetzt aber auch gerade Leute davor, deshalb gehe ich dann jetzt erstmal zur Liebfrauenkapelle. Hier sind überall diese schönen Grabsteine zu sehen. Aber auch hier kommt man nicht rein. Kann man von hier aus trotzdem mal einen Blick auf diese schöne romanische Architektur legen. Und jetzt hoffe ich einfach mal, das sieht schon mal ganz gut aus, dass ich auch mal einen Blick in die Kirche werfen kann. Schauen wir mal, dass wir die Leute nicht aufs Bild kriegen. Haben wir teilweise auch wieder sehr alte Sachen, die auch hier zu sehen sind. Es gibt ja auch ein Kreuz, glaube ich, aus dem 11. oder 12. Jahrhundert. Sind
Ja, neuere Skulpturen allerdings. So, in der Kirche rede ich jetzt mal nicht so viel, obwohl das im Moment eigentlich mehr ein Museum ist, wobei ich schon glaube, dass hier auch Hochzeiten oder so gefeiert werden. So, dann gehe ich jetzt auch noch mal nach vorne. Es gibt übrigens hier ein interessantes Grabmal, was ich gerade nicht gesehen habe. Und zwar ist das das Grab eines Bürgermeisters aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, der mit dem Magistrat in Streit gekommen ist, weil er in die Kasse gegriffen haben soll. Und da ist es so, dass das Denkmal, also der Grabstein, so aufgestellt wird, dass er eben nicht in die Richtung guckt, sondern sich demonstrativ abwendet. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, nach seinem Tod, dass jemand anderes dieses Diebstahls überführt worden ist und dass er also völlig zu Unrecht verdächtigt wurde. Kann sein, dass es das hier ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher. So, das ist übrigens eine Stätte, wo man sicherlich noch den einen oder anderen Stream machen kann und die eine oder andere Anekdote erzählen kann. Ich werde einfach darunter auch nochmal die Geschichte von dem Bürgermeistergrab kurz darstellen. Also jetzt will ich nochmal gucken. Ich glaube, das muss hier irgendwo sein. Ich kann es jetzt im Moment nicht sagen. Das ist jetzt einfach nur mal ein erster Einblick zum St. Peterskirchhof in Straubing. Und ja, ich hoffe, dass das Video gefallen hat. Was ich grundsätzlich hier sagen muss, das ist wirklich eine ganz besondere Stätte. Also es gibt wenige, auch alte Friedhöfe, obwohl ich ein großer Fan von alten Friedhöfen bin, der so viel Mystik und so viel ausstrahlt wie eben dieser Petershof. Ja. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und dann würde ich einfach sagen, bis demnächst und ciao.